Ja, herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dinkelspiel bei uns auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ganz lieben Dank dafür. Was ist heute unser Thema? Ich habe spezifisch gesehen 1, 2, 3 Themen in eigener Sache und dann möchte ich euch den Fortschritt der Concorde zeigen. Weil das ist schon ein echt immenser Aufwand, was wir da gemacht haben oder was wir da machen. Zusätzlich haben wir heute einen Tageskunden gehabt, der hat mal schnell einen Ladebooster gekriegt. Dann haben wir die Woche schon einen Wechselrichter verbaut. Wir haben die Woche noch Solaranlagen verbaut. Also ihr seht, hier ist richtig was los. Morgen wird er geholt, wird die eine Solaranlage geholt. Die anderen zwei sind gestern schon geholt worden. Dann haben wir einen 1500er Wechselrichter verbaut in einem Bürstner, eine Solarplatte auf ein Karthago, eine Solarplatte auf einen Kastenwagen und ja, dann natürlich den Concorde, heute einen Ladebooster verbaut und morgen geht es gleich wieder Vollgas weiter. Und da möchte ich euch bei der Concorde so ein bisschen ins Detail mitnehmen, was wir da gemacht haben, warum wir es gemacht haben, was wir verändert haben, was unserer Meinung nach ein bisschen schöner sein konnte oder kann. Und ja, das möchte ich euch zeigen. Jetzt aber zu den drei Punkten in eigener Sache. Und zwar, erstens, wir fahren am Samstag wieder Richtung Ukraine. Ich blende euch auch unten wieder unsere Kontonummer ein. Aus dem ganz einfachen Grund, wir geben hier noch lange nicht auf und auch heute war wieder ein ganz, ganz lieber YouTuber hier und auch nochmal ganz lieben Dank dafür. Er ist extra hierher gefahren, hat uns ganz viele Verbandskästen gebracht von Kunden oder von sich. Er hat da gesammelt, keine Ahnung, aber hat da hinten wieder einiges mitgebracht. Und da komme ich dann am Schluss noch mal kurz vorbei, da zeige ich euch wieder. Wir haben ganz viele Medikamente gekriegt, wir haben Kochsalzlösung gekriegt, wir haben, Blutdruckgeräte gekriegt, wir haben 40 Stethoskope gekriegt, super, super lieben Dank. Und bitte hört nicht auf damit, weil jetzt ist es noch wichtiger, weil ihr wisst alle, was da los ist. Und wir werden auch am Samstag dahin fahren und werden bestimmte Medikamente, müssen wir noch kennzeichnen, weil am selben Tag treffen wir uns dort, das ist alles organisiert, mit dem nächsten Transport, der direkt Richtung Kiew fährt und dann dort die Medikamente in die Krankenhäuser, an die Stationen verteilt, wo die ganzen Soldaten, die verwundeten Soldaten, die Opfer, die Zivilisten, die Kinder liegen und die ganz, ganz dringend brauchen. Also, wir können, glaube ich, schon noch ein bisschen Gas geben in dem Thema. Es kostet nicht viel Geld. Guckt einfach mal nach, ob ihr noch Verbandskästen habt, ob ihr noch Medikamente habt, was ihr entbehren könnt. Wir organisieren die Fahrten. Wir werden auch nochmals fahren. Natürlich freuen wir uns auch über die Spendengelder, weil die brauchen wir natürlich, um das Ganze auch zu finanzieren, Punkt 1. Aber auch, also finanzieren heißt, man muss ja rüberfahren und muss das Ganze dementsprechend dort organisieren. Dann aber auch, weil wir noch ganz viele Sachen kaufen, die dann letztlich gezielt gebraucht werden. Wir rufen da immer vorher an und fragen ganz spezifisch, Jungs, was liegt an, was braucht ihr, was ist jetzt aktuell das Thema? Wir haben jetzt kürzlich angerufen, meine Frau war heute nur einkaufen, da haben wir auch einen guten Mann, der uns da das ermöglicht hat, weil die ganz dringend Konserven brauchen, Nudeln und so weiter, weil auch die an der Front haben natürlich Hunger, auch die brauchen was zu essen. Und da sind wir fleißig dabei, da weiterzumachen und freuen uns natürlich und sind auch mega dankbar auf eure Unterstützung, weil ohne euch ist das natürlich auch für uns alles nicht machbar. So, das war für mich der erste, aber eigentlich auch der wichtigste Punkt. Jetzt kommt der zweite Punkt und dazu muss ich jetzt schnell mein Handy holen, weil der zweite Punkt ist eine erfreuliche Nachricht. Wir machen in Verbindung federführend natürlich unser Camper Tobi mit auch den Markus von Van4Van
ein Fahrsicherheitstraining für Wohnmobile. Mega geil, das Ganze findet statt am 10., 11. und 12.06. 2022. Und abgesehen davon, dass ja das Training als solche, das Fahrsicherheitstraining schon mega geil ist, ist natürlich auch noch der Ort geil, weil das ist direkt am Lausitzring, im Lausitzring, auf dem Lausitzring. Und es sind dort ganz tolle Umgebungen. Das Camp wird auch mittendrin sein, so wie ich gehört habe. Und man kann da abends auch nicht raus. Also ihr müsst da wirklich alles mitnehmen. Konzertmöglichkeit gibt es da noch am Sonntag, glaube ich, oder Samstagabend. Lest euch bitte das Programm durch, was da geboten ist. Aber worauf ich eigentlich raus will, ich denke ja auch immer, ich kann Auto fahren. Ich denke ja auch immer, ich bin der Gott der Straße und ich habe auch in meinem Leben schon echt viele, viele Kilometer gefahren. In meinem früheren Job habe ich 60.000 Kilometer im Jahr gefahren, PKW. Ich habe aber auch schon 7,5 Tonner jahrelang gefahren, wie auch andere Fahrzeuge. Ja, ich bin dann doch schon in dem Alter, wo man langsam darüber erzählt, wie viele Jahre man was gemacht hat. Oh, fürchterlich, aber ist halt so. Und ich muss aber immer wieder feststellen, nach jedem Sicherheitstraining habe ich immer effektiv für mich dazugelernt. Ich habe auch mal Motorradsicherheitstrainings gemacht, wo ich schon 20 Jahre Motorrad gefahren bin und wirklich mich eigentlich sicher gefühlt habe, bin danach aus dem Motorrad-Fahrsicherheitstraining raus und habe mir gedacht, wow, ich habe jetzt wieder Situationen gehabt, wo ich neu dazugelernt habe. Und genauso ist es mit dem Wohnmobil. Jedes Wohnmobil fährt auch immer so ein bisschen anders. Man darf hier nicht vergessen, wir bewegen hier ein Haus quasi. Ganz anderer Schwerpunkt, ganz anderer Aufbau, ganz anderes Bremsverhalten, Windverhalten und so weiter. Und genau das ist das, was man dort alles trainieren, üben kann, auf einem riesengroßen Gelände, angeleitet von Trainern. Ganz tolle Sache. Ich kann euch nur animieren, Leute, meldet euch an, macht mit, ein Riesenthema. Und wir sind auf alle Fälle dabei. Ich freue mich schon tierisch drauf. Und ich freue mich natürlich auf euch, weil dort zu sehen, ein bisschen zu quatschen, Spaß miteinander zu haben, sowie aber auch auf das Training und auf ganz tolle Momente. Ich glaube, das wäre ein riesenschönes oder riesengroßes, tolles Wochenende und macht uns allen echt mega Spaß. Das war mein zweites Anliegen. Jetzt. Ja, und dann kommen wir mal auch schon zu dem dritten Punkt meines Anliegens, und zwar mein dritter Punkt ist unser Campertreffen. Campertreffen bei Mika Caravan in Dinkelsbühl am 26., 27., 28. bis zum 29. Mai. Aktuell, glaube ich, haben wir so um die, ich müsste lügen, 120 Anmeldungen. Es ist nur ein bisschen Luft. Ursprünglich haben wir gesagt, bis 200 machen wir. Mal schauen, wie viel das sich noch melden. Wir finden dann bestimmte Optionen und Plätze. Aber auf alle Fälle haben wir noch bis 150. Wir haben auch noch ein bisschen mehr. Also das ist kein Problem. Also wenn ihr noch kurz entschlossen seid und da noch kommen wollt, jederzeit gerne, überhaupt kein Problem. Wie gesagt, wir haben da auf alle Fälle noch Plätze frei. Und das Campertreffen wird mit ganz vielen Veranstaltungspunkten, mit vielen Programmen und mit viel Spaß, mit gutem Essen und viel Informationen laufen. Natürlich auch könnt ihr den Sache jetzt einfach mal Anlass nutzen, die schönste Altstadt Deutschlands anzuschauen, laut Fokus. Denn Dinkelsbühl ist echt immer eine Reise wert. Ich kann es nur empfehlen. Also macht richtig Spaß. So. Jetzt machen wir einen Punkt und jetzt gehen wir hinter in die Werkstatt und schauen uns die Concorde an, was wir da alles gebastelt haben. Auf geht's! Ja, hier sind wir jetzt in unseren Concorde. Ich möchte euch mal zeigen, wie die Fortschritte hier sind, was wir hier alles bis dato gemacht haben. Echt
ja, schon echter Aufwand. Und da möchte ich euch ein bisschen mitnehmen, was hier alles nötig ist, wenn man so einen kleinen Umbau macht. Also zum Ersten haben wir hier ja, habt ihr ja im ersten Teil gesehen, die Solarregler, die hier sind, sind alle neu. Wir hatten hier drei Solarregler von Voidronic, die haben wir natürlich rausgeschmissen und haben dementsprechend WCS-Regler reingemacht. Die liegen jetzt hier schön sauber an der Wand. Im Vorfeld waren die Solarkabel hier durch dieses Loch von den Platten, von diesem Loch hier vom Innenraum nach außen geführt. Hier über einen Kabelkanal, der hier auch über einen Zentimeter weggestanden war, weil das hier rund ist. Und dann hier auf die Solarregler. Vollkommen unnötig. Wir haben die ganzen Kabel hier weggemacht, haben die natürlich da innen drin, da hinten drin sind E-Durchführungen, haben die dann, innen ist das alles verblendet, da innen drin durchgeführt. Und somit haben wir jetzt den großen Vorteil, dass wir hier hinten drin die Kabel, die Solarkabel alle rumführen können und komplett verdeckt bis zu den Solarreglern gehen können. Und man sieht hier nur noch ein Zentimeter Kabel, das wird aber dann sauber verblendet von uns, damit man hier gar nichts mehr sieht. Und das haben wir hier dann auch sauber ausgefräst. Also das schaut dann richtig, richtig geil aus. Dann haben wir hier den Wechselrichter hingehängt. Der hängt ihr jetzt ganz gut. Und der nehmt gleich den Booster. Den haben wir natürlich hier hängen, damit er hier dann auch gleich zugänglich ist für einen Knopf, für den Rapid-Knopf. Und der wird jetzt hier noch angeschlossen. Zum Teil liegen die Kabel schon da. Eins fehlt noch. Das haben wir jetzt heute noch komplett durchgezogen. Das ist hier die ganze Schlitternei. Da sind wir von der Lichtmaschine raus und mussten das natürlich erst nochmal hier komplett durchziehen. Das haben wir dann da hinten gewährleistet, hinter der Batterie, unten am Boden, ein komplettes Fahrzeug entlang. Da gehen ein paar Meter drauf. Und hier haben wir 2x200 Amperestunden Lithium reingedoktert. Haben hier eine anständige Verteilung gemacht. Ihr seht es mit Plusverteilung, Minusverteilung, die ganzen Sicherungen aufgelegt dementsprechend und haben dann auch gleich unsere Verteiler da reingesetzt, die dann hierher kommen. Also echt eine tolle Geschichte. Und auch hier haben wir einen neuen Verteiler gesetzt, weil hier haben wir auch ein bisschen zu viel vor dem Ganzen und da kommt dann auch noch unser Verteiler drauf, ist auch ein Masseverteiler. Hier haben wir noch den Shunt und die Sicherungen vom Fahrzeug. Die ganzen Solarkabel, also ich möchte, Gottes Willen, also man muss einmal dazu sagen, da sehen wir ja, was hier für ein Kabelquerschnitt draufhängt. Das ist Masse von der B2 und das da ist die B2, sprich das blaue Kabel da hinten ist das Kabel, wo die ganze Stromversorgung hier gewährleistet von dem ganzen Kasten hier. Und hier drauf haben die Jungs die kompletten Solarregler drauf gemacht. Und dann sind wir hier mit dem Kabel, also mit dem blauen Kabel, die sind ja dann auf die Batterien gegangen. Ja, ich finde, das kann man natürlich so machen, klar, aber ganz ehrlich, Leute, schön ist echt was ganz anderes. Drum haben wir jetzt den ganzen Scheiß hier rausgezogen, haben das weggemacht, weil das ist nicht dafür da, dass man hier die komplette Solaranlage auflegt, vor allem nicht neuen Platten. Darum haben wir das Ganze runtergemacht. Wir haben unsere Solaranlage natürlich komplett hier aufgelegt, auf den ganzen Verteilern, wie sich das gehört, um dass man dann auch wieder einen anständigen Durchblick hat. Ja, das so hier hinten. Dann haben wir hier noch einen Hauptschalter verbaut.
weil ja hier alles wieder zu ist. Wenn der Kunde dann das Fahrzeug mal länger nicht nutzt, einfach klack, umdrehen, die ganze Hütte ist aus und nach vorne fließt nicht ein Millimeter Strom mehr. Und das, finde ich, ist eine richtig geile Geschichte. Also ist ganz gut gelungen bis daher. Und ja, da machen wir jetzt fleißig weiter. Und ich würde sagen, wir schauen nochmal kurz in den Innenraum und aufs Dach. Und da zeige ich euch dann noch mehr. So, hier sind wir jetzt auf dem Dach und sehen die gewaltige Solaranlage. 9 Module an der Zahl. Also ihr seht hier hinten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und da drüben haben wir auch noch 8 und 9. Die ganzen Module sind verschaltet in paralleler Art und da hinten sind die Wuchtbrummer an Dosen, wo alle Kabel reingehen. Hier haben wir dann noch einen Maxvan, den haben wir reingemacht. Und da hinten haben wir einen dunklen Maxvan, auch den haben wir reingemacht. Zur Solaranlage muss ich nur sagen, also 9 Platten von denen parallel. Also ich habe ja die Platte SunPower Back-Kontaktzelle gerade draußen, auch im Test, ist ja auch Bestandteil meines Solartestes. Und ich muss also ganz ehrlich sagen, nach den Werten, was ich da sehe, kann man die Platte nicht parallel verbauen. Also ist meine persönliche Meinung. Ich hätte hier eine teilweise Reihenschaltung gemacht. Ich hätte da immer 2 Platten in Reihe geschalten. Dann hätte ich eine ganz andere Spannung zutage gelegt und die Platte wäre wesentlich effektiver gewesen und dann wäre das ganze Fahrzeug natürlich ein bisschen anders von der Verteilung her. Ich muss da nochmal mit dem Kunden reden. Wir müssen da unser Zeitmanagement auch nochmal durchgehen, ob wir das überhaupt hinkriegen. Und wenn ja, dann muss ich mir mal die Dosen zu Gemüte geben, damit wir irgendwie da vielleicht das ein bisschen anders verschalten, damit wir da ein bisschen mehr Power auf die Platten kriegen, was mir echt ja so ein bisschen am Herzen liegen wird. Aber es ist nicht ganz einfach, weil ich muss einmal schauen, wie das da drin gemacht ist, weil es ist immer so Sache an bestehenden Anlagen zu bauen, das ist immer nicht ganz so einfach. Also zum einen habe ich dann das Problem, ich bin da natürlich dann mittendrin in der Haftung, das ist schon mal Problem 1. Und das zweite Problem ist, ich weiß nicht, wie die Kabel genau verschalten sind da drin und wie das alles ausschaut. Und naja, wir werden uns das mal angucken und ich werde da mal mit dem Kunden telefonieren und dann werden wir sehen, was da dabei rumkommt. So, jetzt wollte ich euch aber halt das Dach nicht vorenthalten. Ansonsten toll verbaut, muss man sagen, kann man nicht meckern, alles gut. Und ich denke, jetzt schauen wir mal nach unten noch. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen anders gemacht hätte, aber das passt so. Ich hätte halt den Kabelkanal hier an der Seite, hätte ich noch Schlitze reingemacht, damit das Wasser schön durchlaufen kann, weil es halt ein Riesendach ist. Aber das ist, ja, mei. Kein Problem, das ist alles top so. Jetzt schaue ich nochmal mit euch ins Fahrzeug, wie es da ausschaut, was wir da gemacht haben. So, jetzt sind wir in dem guten Fahrzeug. Wir kämpfen uns jetzt, würde ich sagen, einmal von hinten nach vorne. Mal gucken. Und zwar, wir haben hier unseren Maxvan verbaut. Halt, andersrum. Zip, hier ist er. Hier haben wir den Maxvan verbaut und wir haben aber in dem Fall wieder den Original
Rollo verwendet. Warum haben wir wieder den Original Rollo verwendet? Ganz einfach, weil das zu dem Fahrzeug einfach optischer ausschaut. Ich mag diese Rollos von Maxman nicht. Die schauen optisch ganz anders aus. Die haben hier ganz andere Farbe und das kommt alles nicht so richtig gut rüber. Und darum habe ich den Original-Rollo genommen und dann schaut es richtig fesch original aus. Und es ist halt der Maxman drin. Und das ist schon mal wesentlich angenehmer dann hier in dem Fahrzeug. Dann haben wir hier, ihr seht es, USB-Steckdose verbaut. Überraschenderweise habe ich das gleiche auf der anderen Seite auch nochmal gemacht, damit es einfach ja, gleich ausschaut, optisch ein Bild hat, wenn man da hinkommt. Zwei schöne USB-Steckdosen und dann kann man da seine Geräte bedienen und dementsprechend einschalten. Und dann haben wir noch etliche USB-Steckdosen im vorderen Teil verbaut. Also haben wir ja schon mal gesagt, einmal haben wir welche hier verbaut. Genau, Moment. Zip, hier haben wir welche verbaut. Genau, hier sehen wir es. Dann haben wir eine vorne noch verbaut und ja, halt etliche USB-Steckdosen haben wir da noch gemacht. So, dann haben wir ein Display, das wird natürlich nur ein bisschen schöner gemacht. Haben wir hier ein Kästchen gebaut, schön reingemacht. Das wird alles nur sauber gemacht und die Schrauben natürlich nur abgedeckt für das Display, für unseren Wechselrichter, was man hier einschalten kann. Da kommt dann natürlich zack die Klappe davor. Das sieht man nicht, das wird alles nur schick gemacht. Dementsprechend, damit man das alles sauber und ordentlich dementsprechend da hängen hat. Also finde ich eine tolle Sache. Dann macht man einfach zu und dann ist es richtig schön. Ja, das haben wir alles im Innenraum gemacht. Ist natürlich ein Rieseneck, so ein Display daher zu machen mit dem Kabel durch das ganze Fahrzeug dadurch. Ist natürlich immer nicht ganz so einfach. Ja, und dann haben wir vorne auch noch eine Kleinigkeit gemacht in dem Fahrzeug. Da haben wir hier noch eine kleine Hupe reingebaut auf Kundenwunsch. Und damit die auch der Liner auch richtig Krach macht. Und hier müssen wir noch eine Kleinigkeit abändern. Aha, hier müssen wir noch eine Kleinigkeit machen. Und zwar seht ihr die Pumpe hier. Ist werkseitig so verbaut, ist aber ein bisschen scheiße gemacht. Weil wenn man jetzt den Filter hier austauschen will, beziehungsweise wenn man den Winter festmacht, sollte man ja auch den Filter hier aufmachen. Und dann hat man das Problem, dass man hier unten, nach unten fast gar keinen Platz hat. Also es ist unheimlich anstrengend, da hinzukommen. Drum setzen wir jetzt das ganze Ding nur ein bisschen höher. Wir machen da nur einen Kasten rein, setzen das ganze Ding nur ein bisschen höher und dann funktioniert es anständig. Hier müssen wir sowieso, weil da nur UV-Bestrahlung reinkommt und ja, dann können wir das gleich in dem Zuge mit umbauen und dann passt es anständig. Das ist dann richtig geil. Und hier haben wir noch eine Kleinigkeit vor, da kommt nur eine 230 Volt Steckdose hin, die kommt hier noch rein, die wird hier noch verbaut. Dann haben wir auch das dementsprechend durch und jetzt müsst ihr ganz ehrlich auf den Zettel schauen, ob wir alles haben. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt irgendwas vergessen habt. Ich wollte euch jetzt einfach nur mal auch den Zwischenstand geben, was wir alles schon gemacht haben, womit wir alles angefangen haben. Was bei der Concorde alles erledigt worden ist bis jetzt, wie es ausschaut. Ich nehme euch ja gerne immer mit den Zwischenstand, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch mal interessant natürlich das Ganze so im offenen Herzen immer zu sehen, finde ich. Also das schaut schon immer auch geil aus, wenn man da reinguckt und sieht die ganzen offenen Themen, wie sowas ausschaut, damit man auch mal
als Kunde vielleicht hier gerade hier hinten den Aufwand abschätzen kann, was das alles ist, was das alles bedeutet. Hier haben wir die ganzen Sachen, die wir rausgemacht haben. Da zum Beispiel ist der alte Strang. Hier sind die ganzen Regler, die hier verbaut waren. Der ganze Strang, so war der da dran. Natürlich im Kabelkanal gelegt. Kann man ja so machen, aber das Kabel finde ich für die Leistung natürlich, was da reingeht, ja, ist alles schon ein bisschen dürftig. Und solche Sicherungen, finde ich halt, kann man machen. Klar kann man es machen, optisch halt bei so einem Auto finde ich das aber halt nicht schön. Viel schöner fände ich halt, wenn man die Sicherungen eben schön sauber auflegt und dementsprechend dann sauber, ordentlich ja, verbaut, damit die eben sauber und ordentlich dann da hinten Hand und Fuß haben und passen, damit man die austauschen kann, damit man da rankommt. Also meine persönliche Meinung. Aber im Großen und Ganzen sind die Regler okay, aber ja, mal gucken, wie die Anlage jetzt dann läuft. Und die AGMs, die haben natürlich die beste Zeit gesehen von Mastervolt, und die kleine Mars-Kombi da mit, ich weiß gar nicht, was die hat, 1200 oder was, 1260 Ampere Ladestrom, ist natürlich ein kleines Gerät für so ein riesen Auto, wo mal ein Thermomix betrieben werden soll und wo die Dame des Hauses auch richtig gern kocht, macht natürlich schon Sinn, dass man hier so ein richtig geiles Autarkpaket hat, damit auch richtig alles läuft. Und das haben wir jetzt hiermit dann umgesetzt, wenn wir da fertig sind. Ich glaube, wir können schon andeutungsweise sehen, wie das ausschauen wird, wie gut das wird. Und jedenfalls zeige ich das natürlich auch nochmal, wenn es komplett fertig ist. Da schauen wir uns das dann gemeinsam natürlich nochmal richtig an. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf und natürlich auch auf eure Kommentare, wie ihr das seht, was ihr davon haltet. Ja, Leute, das war unser Concorde. Das war das Thema. Ihr seht, was für ein riesen Aufwand sowas ist, das Fahrzeug zu bauen, aber es macht mega Spaß. Man muss natürlich auch mit allem, was man an so einem Fahrzeug tut, unheimlich behutsam umgehen. Denn da hinten steht echt guter Wert. Das Fahrzeug ist richtig teuer und da muss ich schon sagen, finde es schon ja, sehr, sehr wichtig, alles auszulegen, alles abzukleben, alles zu gucken, dass da alles akribisch ist, Tisch abzudecken und so weiter und so fort, damit da eben alles sauber und ordentlich dementsprechend ist. Und wenn der Umbau fertig ist, geht der Putztrupp durch und dann nehme ich euch natürlich nochmal mit auf die Hand an und schauen uns das Fahrzeug nochmal näher an. Was haben wir da alles dann wirklich effektiv gemacht? Wie schaut es dann fertig aus? Gerade die Garage hinten mit den ganzen Geräten. Wie ist das dann wirklich? Und dann könnt ihr entscheiden, ob das gut ist. Beziehungsweise freue ich mich dann schon auch, wie auch jetzt natürlich, über eure Kommentare. Ja, ich sage ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Vergesst bitte meinen Spendenaufruf nicht. Vergesst nicht, auf die Seite von Camper Tobi zu gucken. Oder auch bei mir ist die Information eingeblendet als Laufschrift gleich auf der Startseite. Lausitzring, Fahrsicherheitstraining, sind noch Plätze frei. Meldet euch an. Ich freue mich auf euch. Wäre ein Riesenspaß, Riesengaudi. Und dann natürlich noch unser Camper-Treffen, wenn ihr Lust habt. Im Schnelldurchlauf, habe ich was vergessen? Nein. Ich sage ganz, ganz lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Und ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben von euch, weil das ist am Ende des Tages immer so eine kleine Bestätigung, dass man dann doch in der richtigen Richtung unterwegs ist. Und natürlich, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und ganz crazy seid, drückt ihr auch noch den Abo-Button, damit ihr auch für die zukünftigen Videos gewappnet seid. Und dafür auch schon mal im Vorfeld ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Und ja, jetzt mache ich Schluss mit meinem Gelaber. Ich habe genug gebabbelt. Ich lasse euch jetzt in Ruhe. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank für euer Interesse.
Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!